Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Clinical Journal Club für diese Woche. Und im New England Journal sehen wir dieses Bild von einem massiv vergrößerten Herzsilhouette, das von der rechten Seite der Thoraxwand bis zur linken Seite der Thoraxwand sich streckt. Die Lungengefäße sind nicht so eindrucksvoll und der linke Hauptstammbronchus ist nicht hochgehoben. Und vom Angebot hier, Vena Cava Superior Syndrom, dilatierte thorakale Aorta, rechter Mittellappen, Pneumonie, kardiale Tamponade oder rechter Vorhof, kommen eigentlich nur zwei Sachen in Frage. Es könnte ein riesiger Perikarderguss sein, der so groß ist, dass mehrere Liter Flüssigkeit im Perikardbeutel sich befinden. Das macht aber, kann natürlich Tamponade machen, aber in der Regel macht es das nicht. Und die andere Möglichkeit wäre riesenrechter Vorhof. Die anderen drei Sachen kommen nicht in Frage. Manchmal muss man halt ein bisschen raten. Und riesenrechter Vorhof war die richtige Antwort. Und der Grund dafür werden wir dann nächste Woche erfahren. Könnte irgendein Problem mit der Tricuspidalklappe sein. Sind auch ein paar andere Sachen, die in Frage kommen. Epsteins Anomalie und Ähnliches. Und dann die Antwort werden wir nächste Woche dann herausfinden. Jetzt das Vena Cava Superior Syndrom haben wir schon häufig besprochen. Das sollte eigentlich eine obere Einflussstauung verursachen, wie bei diesem Patient. Der hat aber bestimmt nicht Vena Cava Superior Syndrom, weil, obwohl hier sein Gesicht hier verdeckt ist, sieht sein Kopf nicht geschwollen aus. Also Vena Cava Superior Syndrom üblicherweise durch irgendeinen thorakalen Tumor sieht so aus. Und hier ist ein Beispiel von einem Patienten mit Vena Cava Superior Syndrom und das würde man vielleicht von diesem Einzelbild nicht sofort merken, aber als das bestrahlt wurde und das Problem behoben war, sieht sein Gesicht normalerweise eigentlich so aus. Das würde man bei Vena Cava Superior Syndrom erwarten. Das war bei diesem Beispiel nicht der Fall. Aneurysma der thorakalen Aorta. Würde man vielleicht ein sakuläres Aneurysma erwarten, das würde vielleicht den linken Rekurrenz hier beeinträchtigen, so dass Heiserkeit und Parese des linken Stimmbands in Frage kommen würde. Das würde dann im Röntgenbild vielleicht so aussehen. Mittellappenpneumonie würde das Silhouette-Zeichen verursachen und das bedeutet, dass man den rechten Herzrand nicht mehr sehen kann. Und hier sehen wir eine Mittellappenpneumonie und der rechte Herzrand ist nicht mehr abgrenzbar. Und das ist das sogenannte Silhouette-Zeichen und das ist pathognomonisch für Mittellappenpneumonie. Und im Seitenbild sieht das dann so aus. Also das ist auch nicht der Fall. Jetzt hier ist ein riesiger Perikarderguss, der tatsächlich Perikardtamponade ausgelöst hat. Sieht eigentlich nicht so unähnlich aus von dem Bild, was wir heute hier betrachtet haben. Hier geht es um Liter von Flüssigkeitansammlung. Man muss im Kopf behalten, dass eigentlich Perikardtamponade kann mit 100 Milliliter Perikarderguss zustande kommen, wenn das akut ist. Und man würde es nicht denken, aber nach offener Herzoperation ist eigentlich Perikardtamponade ziemlich häufig, insbesondere wenn die Drainagen nicht mehr richtig funktionieren. Also das sollte man im Hinterkopf haben. Hier ist ein Beispiel von einem riesigen rechten Vorhof im Vergleich zum linken Vorhof. Die sollten ungefähr gleich groß sein. Und hier in Echokardiographie würde das dann so aussehen. Und wahrscheinlich werden wir dann nächste Woche die Ursache in diesem Fall war es pulmonale Hypertonie. Nächste Woche werden wir die Ursache von diesem Fall dann erfahren. Jetzt das erste Thema im New England Journal, tolles Paper. Es geht um zwei Gruppen von Amerikanern, kann man sich kaum vorstellen, aber die Amischen sind Amerikaner. Das ist eine protestantische Glaubensgemeinschaft, die nach Amerika ausgewandert ist, eigentlich im 18. Jahrhundert. Und die leben, wie sie auch damals lebten, abgeschottet von der Rest von Amerika. Das heißt, keine Handys, kein Radio, keine Rechner, haben ihre eigenen Schule,
züchten ihr Vieh wie vor 250 Jahren, fahren nur mit einer Kutsche. Und ich weiß nicht genau, wie die das mit der Gesellschaft schaffen. Nämlich früher gab es Militärpflicht, da haben sie nie dran teilgenommen und ich wüsste nicht, dass die je vor Gericht gezogen sind, wie zum Beispiel Cassius Clay ist vor Gericht gezogen, weil er sich vom Vietnamkrieg verweigern wollte. Aber die Amish lässt man eigentlich in Ruhe. Und die leben in unterschiedlichen Gemeinschaften, überwiegend in Pennsylvania, in Ohio, auch in Indiana und in Kentucky. Und die wollen ihre Lebensweise absolut nicht ändern und die werden anscheinend in Ruhe gelassen. Jetzt, ich glaube nicht, dass die Steuern zahlen. Die verhandeln, wenn sie medizinische Hilfe brauchen, dann lehnen sie das nicht ab, aber sie bezahlen alles nur in Bargeld. Und genau wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber das sind die. Jetzt, die leben nur unter sich, so sind die genetisch schon recht homogen. Und sie betreiben Landwirtschaft, wie sie es vor 300 Jahren gemacht haben. Dann gibt es auch die die Hutterer. Das ist auch eine täuferische protestantische Glaubensrichtung. Und die kommen eigentlich auch aus Schwabenland. Und sind den Amischen ziemlich ähnlich, mit einer Ausnahme. Vor 100 Jahren haben die das Handtuch geschmissen und kaufen sich jetzt Traktoren und haben ihre Pferde abgeschafft und melken ihre Kühe mit einer Maschine. Ob sie Handys benutzen, weiß ich nicht. Sonst leben sie noch wie immer, die Frauen im Kopftuch, und sie leben abgeschottert von der Rest von der amerikanischen Gesellschaft. Und hier geht es darum, dass man, obwohl die genetisch miteinander ähnlich sind, die Hutteriten oder die Hutterer haben Asthma. Relativ häufig, genauso häufig wie der Rest von Amerika. Und die Amischen haben nie Asthma. Und man hat sich gefragt, wieso ist das und könnten diese Unterschiede vielleicht umweltbedingt sein? So hat man das Folgende gemacht. Man hat hier 30 amische Kinder herangeholt und rekrutiert und 30 hutterischen Kinder. Und das Erste, was wir sehen, ist, hier sind 6 Asthmatiker darunter, hier sind gar keine. Und die Hutterer haben erhöhte IgE-Spiegel das haben die Amischen nicht. Und das ist schon bemerkenswert. Also man hat diese Leute untersucht, man hat auch deren Umwelt untersucht, man hat Staub aus diesen amischen Häusern gesammelt und Staub von den Hutterern und hat das Mikrobiom, muss nicht unbedingt Stuhlgang sein, kann ja auch Staub sein, man hat alles durchsequenziert, was sich hier im Staub befindet und hat das alles kategorisiert. Und dann hat man Staubextrakte an Mäusen ausgetestet, Mäuse, die besonders geneigt sind, um Asthma zu kriegen. Und um rauszufinden, warum ist dieser Unterschied und könnten wir vielleicht durch diesen Unterschied etwas über Asthma lernen. Also das war der Sinn dieser Geschichte. Und dann haben sie die auch durchsequenziert und verglichen mit Basken und Franzosen und Norditaliener und Russen aus dem Kaukasus und Sardinien und Schotten und alles. Was wir hier sofort sehen können, hier sind die Amischen in diese blauen Pyramiden und die Hutteriten in diesen roten Pyramiden und die sind genetisch beinahe identisch. Sie sind ja außer dem Schwabenland. Würde man ja erwarten, dass die mit den Basken wenig zu tun haben würden. Okay? Also die Unterschiede, die wir hier sehen, liegen nicht im Erbgut, soweit dass man das feststellen kann. Dann hat man dann Endotoxinspiegel im Staub gemessen und die Amischen haben viel dreckigeren Staub als die Hutterer, die ja mehr zivilisiert sind oder betreiben es wenigstens mit Maschinen. Und dann hat man im peripheren Blut die Neutrophilen von den Amischen, die haben mehr, exprimieren mehr CD66 und die haben weniger Eosinophile, haben auch weniger Asthma, ein bisschen mehr Monozyten
Und Oberflächenmarker, die exprimieren weniger CXCR4 und weniger CDFB und weniger CDFC und weniger HLA-DR und mehr von ILT3. Und ILT3 ist ein Molekül, das im NF-kappa-B-Signaltransduktionsablauf eine Rolle spielt. Also die Zellen von den Amischen im Vergleich zu den Hutterer, die Entzündungszellen sind grundsätzlich anders und es sieht so aus, als würden die amischen Zellen mehr native Immunität aufweisen als die Zellen von den Hutterer. Dann hat man Genexpression in beiden Gruppen, die sind ja vom Keim Gengut sehr, sehr ähnlich, aber was die exprimieren, die Amischen exprimieren andere, haben ein ganz anderes Genexpressionsmuster im Vergleich zu den Hutterern. Und man hat hier 1500 Gene in den jeweiligen Gruppen hier angeguckt, um zu sehen, wie stark die exprimiert sind. Dies ist ein Vulkanplot, habe ich gelernt. Und das sieht dann so aus und im Prinzip dieser Ablauf, den man hier sehen kann von diesem Expressionsmuster, weist darauf hin, dass die native Abwehrkraft bei den Amischen viel mehr angeworfen ist als bei den Hutterer. Dann hat man den Staub ausprobiert und man hat diesen armen Mäusen hier, die wurden dann mit Acetylcholin, mussten sie einatmen, und das führt dann zu erhöhtem Widerstand von dem Atemwege. Das kann man in besonderen Käfigen machen. Das ist ziemlich kompliziert, aber solche Sachen haben wir am MDC auch. Und was wir hier sehen, ist, dass Acetylcholin führt natürlich zu Bronchokonstriktion und der Staub von den Hutteriten, von den Hutterer, macht das schlimmer und der Staub von den Amischen, der ja dreckiger ist, scheint es besser zu machen. Und dann hat man auch bei Hier sind, hat man einen Mäusestamm gehabt, wo MYD88 ausgenockt ist. Das ist ein Schlüsselprotein im NF-kappa-B-Ablauf. Und wenn das ausgenockt ist, dann ist der Staub von den Amischen nicht mehr schützend im Vergleich zu, wenn MYD88 vorhanden ist. Das haben sich ja alles ausgearbeitet. Dann haben sie auch Baal gemacht an diesen armen Mäusen. Wahrscheinlich war das eine terminale Baal, kann ich mir vorstellen. Und was wir hier sehen können, ist, dass die Zellen, die dann übrig sind, nachdem man amischen Staub gekriegt hat oder Hutterer Staub, die Anzahl der Zellen ist unterschiedlich in den beiden Gruppen. Wiederum die Idee zu unterstützen, dass die native Immunität von den Amischer von den amischen Kindern eigentlich aggressiver ist als das von den Hutterer. So unterm Strich ist das folgende. Diese Daten weisen darauf hin, dass der Asthma-Unterschied in diesen beiden Gruppen auf Umwelt zurückzuführen ist. Und die Hutterer hier betreiben Maschinen und die Amischen laufen immer noch hinter ihren Pferden und melken ihre Kühe mit den Händen. Und die haben einen Staub, der mehr Dreck beinhaltet als das von den Hutterer. Und man meint, dass über den NF-kappa-B-Ablauf sind die Amischen besser in der Lage, diese Fremdkörper abzuwehren und keine Bronchokonstriktion zu entwickeln im Vergleich zu den Hutterer. Das war's für die Geschichte. Haben sie auch wahrscheinlich. Die haben weniger. Die haben weniger Asthma. Das geht. Und die Kinder, die im Dreck spielen dürfen, sollen. Weniger krank. Das haben auch die Kinderärzte alles untersucht. Auch. Ja. Konzentration und so weiter. Also, dies geht in dieselbe Richtung, dass die Neigung zu Asthma, wenigstens ein großer Bestandteil davon, hat mit Umweltverhalten zu tun.
Nächste Thema in New England Journal ist Acne inversa, was im englischen Sprachraum Hidradenitis suppurativa genannt wird. Und dies ist eine ziemlich ekelhafte Entzündungskrankheit von Talgdrüsen und Haarfollikeln. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, ist meistens in den Achselhöhlenbereich und das führt zu chronischer Staphylokokkeninfektion von diesen Bereichen und dies ist ziemlich ekelhaft. Und ein bisschen Penicillin oder was auch immer, Cephalosporin, reicht nicht aus. Und die Leute, die diesen Zustand haben, werden häufig operiert und kriegen Drainagen. Das ist alles ziemlich ekelhaft. Und man hat gemerkt, dass Leute mit Acne inversa, dass diese Entzündungsarealen mehr IL-1-Beta und IL-10 und TNF-Alpha produzieren. Etwas ähnlich, wie man bei manchen Kollagenosen sieht. Und man ist auf die Idee gekommen, dass man vielleicht mit TNF-Hemmung diesen Zustand verbessern könnte. Und da sind ein paar Vorläufer-Phase-2-Studien gelaufen, die in diese Richtung deuten. Und Adalimumab ist ein Antikörper, der fängt ab TNF-Alpha. Etanercept ist ein Rezeptor für TNF-Alpha, fängt diese Dinger auch ab. Infliximab ist auch ein Antikörper gegen TNF-Alpha. Man hat hier Adalimumab ausgewählt, wahrscheinlich weil die Hersteller von Adalimumab das so bestimmt wollten, weil Adalimumab viel teurer ist als die anderen Methoden, um TNF-Alpha abzufangen. Aber dieser Kommentar ist nur von mir. Also man hat die Patienten mit Hidradenitis suppurativa hier randomisiert in 2 Studien für unterschiedliche Dosis von Adalimumab im Vergleich zu Placebo. Und der primäre Endpunkt war eine 50% Reduktion von Abszessbildung und inflammatorischen Nodulen. Und das kann man alles irgendwie messen und zählen. Und das wurde hier auch gemacht. Und wir gucken uns die Leute an. Und das sind überwiegend jüngere Erwachsenen. Und Body Mass Index, wieder mal über 30. Donnerwetter, muss wohl eine amerikanische Studie sein. Und ob sie operiert worden sind, war häufig der Fall und wie viele Abszesse, das ist halt dann hier alles gemessen worden und es gibt auch Skalen dafür und C-reaktives Protein war erhöht und Lebensqualitätsindex war erniedrigt. Und dann, wir haben hier diese Tabellen zur Verfügung, aber was wir hier sehen können, ist, dass da signifikante Unterschiede war zwischen den Gruppen in diesen beiden Studien, die heißen Pionier 1 und Pionier 2. Ergebnisse waren ähnlich und die Behandlung mit dem Antikörper gegen TNF-Alpha hat diesen Zustand verbessert. Ich fand es aber eigentlich nicht so dramatisch. Aber na gut, es ist auf alle Fälle, es wurde besser, aber es ist nicht weggegangen. Man würde ja vielleicht denken, dass wenn man TNF-Alpha abfängt, dass mehr Infektionen, Tuberkulose, Ähnliches passieren würde oder dass vielleicht irgendwelche Hautkrebse auftauchen würde. Das war nicht der Fall. Dies war vielleicht statistisch von keiner Bedeutung, aber das Auftreten von Psoriasis war häufiger in der Adalimumab-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das Gleiche ist auch passiert bei Patienten mit Rheumatoidarthritis, was ich von Interesse finde, aber das war nicht statistisch signifikant. Nächste Arbeit im New England Journal geht es um Sichelzell, nicht Sichelzellanämie, aber Heterozygot Hämoglobin SA. Und in Amerika sind ungefähr 7-10% von allen schwarzen Amerikanern sind Heterozygot für Hämoglobin S und wenn 2 Heterozygoten Kinder bekommen, dann ist die Chance, dass ein homozygotes Kind zur Welt kommt, 1:4. Das wäre dann die Sichelzellanämie. Jetzt Leute mit Sichelzelleigenschaften weisen etwas Resistenz gegen Malaria auf und wir denken, das ist der teleologische Grund dafür. In einem Abstrichspräparat, das macht man mit einem Objektträger und macht einen ziemlich dicken Abstrich und dann haben wir dann irgendwas daraus, dann das abgedichtet und dann wartet man eine halbe Stunde und Leute, die heterozygot sind, die kriegt man eigentlich nicht zum Sicheln. Dies ist wahrscheinlich ein homozygoter
Abstrich hier gezeigt. Aber man kann den Zustand mit Elektrophorese oder anderen Methoden schon nachweisen. Jetzt, als ich im amerikanischen Militär war, wussten wir, dass Leute mit SA-Hämoglobin eine höhere Neigung haben, wenn sie jetzt eine 60 Kilo Rucksack tragen und durch 40 Grad Hitze marschieren müssen den ganzen Tag, haben die eine größere Neigung, um Rhabdomyolyse zu entwickeln, weil sie dann tatsächlich sicheln unter diesen Umständen und dass das ein Risiko ist. Und jetzt finde ich raus, 40 Jahre später, dass das tatsächlich stimmt. Und was man, na, ist ja nett. Lieber später als nie. Man hat hier 47.944 schwarze amerikanische Soldaten, die getestet worden sind für Hämoglobin AS. Das macht man nur bei Soldaten, die jetzt in Kampfgruppen untergeteilt werden sollen. Und man hat die verglichen mit einer riesigen Anzahl an Menschen, die getestet worden sind für Hämoglobin AS, die es nicht hatten. Und Leute, die heterozygot sind für Hämoglobin S, die kommen für Militär nicht in Frage, da kann man die Diagnose schon klinisch stellen. Und hier sind die unterschiedlichen Datensammlungen, wo man das alles rausgeholt hat, um zu sehen, was mit diesen Leuten passiert ist. Und tatsächlich, es ist nicht häufig, 1,2% in dieser Gruppe und 0,8% in dieser Gruppe entwickeln Rhabdomyolyse, wenn gestresst. Aber es ist nicht tödlich. Das ist schon etwas. So weiß ich nicht genau anhand dieser Daten, ob man wirklich diese erfassen muss. Und 1,2% im Vergleich zu 0,8% bei 47.000 ist statistisch signifikant. Aber ob das von großer klinischer Bedeutung ist, würde ich bezweifeln. Und das sind die Daten und jetzt wissen wir Bescheid. Nächstes Thema, wieder mal Prostatakarzinom. Und alle alte Männer kriegen dies irgendwann, wenn sie lange noch leben. Und man kann Untersuchungen durchführen, PSA wird gemessen und wenn das höher ist als 4, dann werden die armen Männer dann einer Prostatabiopsie ausgesetzt und das wird dann bewertet durch eine Gleason-Skala. Das wurde festgestellt von einem Pathologen Gleason und wie das so abläuft, können Sie hier sehen. Und man muss mehrere Areale bioptieren, um diese Gleason, 16 Stück, unangenehm. Gut, und dann wird das ausgewertet und dann werden Entscheidungen getroffen. Und was wir wissen ist, dass von den Männern, die Prostatakarzinom haben, die Menge an Männern, die davon sterben, ist ziemlich gering. Und wahrscheinlich so um 3%. Und die entwickeln dann Metastasen. Und es wäre nett, wenn wir eine Methode hätten, um voraussagen zu können, welche Männer mit Prostatakarzinom werden dann irgendwann davon sterben, im Vergleich zu Männern mit Prostatakarzinom, die von irgendwas anderem sterben werden. So was man hier gemacht hat, ist, man hat Männer mit Prostatakarzinom und Metastasen untersucht, ob sie Keimbahnmutationen haben für DNA-Reparaturgene. Und es gibt einen ganzen Haufen von DNA-Reparaturgene und wie die reparieren, wie die funktionieren, habe ich hier ein bisschen zusammengefasst aus dem Internet. Das können Sie sich angucken, aber DNA ist nicht perfekt, das ist ziemlich stabil, aber für jede 1000 Basenpaare entsteht ein Fehler und wir haben Schutzmechanismen, die diese Fehler wieder ausbügeln, sodass sie repariert sind. Und da sind eine ganze Handvoll von Genen, die dafür verantwortlich sind. Und zwei Brustkrebsgene, BRCA1 und BRCA2, sind beide Reparaturgene. Aber es gibt viele andere, die ganze Reihe von anderen Sachen reparieren. So, hier sehen wir diese Kohorte von diesen Männern mit Prostatakarzinom. Und die sind in unterschiedlichen Fallserien hier gesammelt worden. Das ist hier alles zusammengetragen. Und die werden dann verglichen mit einer Kohorte von Männern mit Prostatakarzinom, die keine Metastasen haben. Und man will wissen, wie häufig sind Keimbahnmutationen und welche Gene sind hier involviert. Und hier sind die Kandidaten, die man gefunden hat.
ATM ist Ataxitelangiectasie mutiert, so heißt es ATM. Und muss Ihnen ganz offen sagen, ich kenne diese Gene nicht alle auswendig, können Sie dann selber nachschlagen. Manche hier werden hier gelistet, aber BRCA1 und BRCA2 kennen wir und diese anderen Sachen sind auch ziemlich bekannt und hier ist, wie häufig diese Sachen aufgetreten sind. Und hier ist ein Vergleich. Man hat dann die Männer mit metastasierten Prostatakarzinom verglichen mit einem Konsortium, wo man Leute durchsequenziert hatten, die kein Karzinom überhaupt haben, Männer im ähnlichen Alter ohne Karzinom. Und dann hier ist diese Kohorte von Männern mit Prostatakarzinom, aber ohne Metastasen. Und dann hat man diese drei Gruppen dann statistisch verglichen, mit Metastasen, ohne Metastasen und mit Metastasen gegen das Gesamtkohort, gegen die ganze Kohorte von Leute ohne Karzinom. Und kann man sich schon vorstellen, dass Keimbahnmetastasen bei Leuten mit Prostatakarzinom, die Keimbahnmutationen bei Menschen mit Prostatakarzinom mit Metastasen häufiger sind als bei Männern mit Prostatakarzinom, die keine Metastasen haben. Ungefähr 11,8%, wenn ich mich erinnere. Und bei Leuten, die gar kein Karzinom haben, sind die Reparaturgene noch weniger mutiert. Und dann hat man die BRCA2 war ziemlich häufig und hier sind die Mutationen, die man da gefunden hat, die sind zerstreut über das ganze Gen und hier ist ATM und hier ist ATR, das ist nur einmal aufgetaucht und hier sind diese anderen Sachen und dann diese anderen Reparaturgene ist hier alles gezeigt und wo die Lokationen sind, so im Prinzip sieht man hier dieses Muster und 11,8% von diesen Männern mit Prostatakarzinom mit Metastasen hatten Keimbahnmutationen. BRCA2 ist hier ziemlich häufig, BRCA1 ist bedeutend weniger, ATM war ziemlich häufig und dieses CHECK2 war ziemlich häufig. Und man könnte, das wird irgendwann kommen, wird man dann vielleicht diese nach diesen Mutationen in diesen Genen fanden, wenn man Leute mit Prostatakarzinom dann berät, was sie eigentlich mit sich machen lassen wollen. Lieber OP, Bestrahlung, nichts tun, dann können sich die Patienten das dann auswählen, was die Strategie sein sollte. Und dies wird man bestimmt für Brustkrebs, wahrscheinlich sind solche Studien schon gelaufen und für andere Karzinome wahrscheinlich auch machen. Kann ich da etwas fragen? Ja. Weil das BRCA2 relativ häufig ist. Bei diesen Männern. Spielt hier eine große Rolle bei Mammakarzinom, vor allem wenn die Mutter zum Beispiel, ob der jung ist, also 145, ein Mammakarzinom hatte. Und man sucht dann, nicht bei den Nachbarn, nach BRCA2 und sucht alles darum, wenn das dann auf die Karzinome kommt. Für mich ist die Frage, bisher ist das immer nur beim weiblichen Geschlecht untersucht worden. Für mich stellt sich die Frage, wenn diese Mutter einen Sohn hat, haben die häufiger Prostatakarzinom? Ja, das ist eine gute... Ich wurde neulich gefragt, und das passt schön in diese Frage. Wie ist mir nämlich nicht bekannt, ob es überhaupt je untersucht wurde? Und wenn ja, was war das Ergebnis? Mir eigentlich auch nicht. Das sieht so aus. Ich hoffe, dass die Leute, diese Patienten, die das hatten, gefragt haben, ob Brustkrebs in der Familie aufgetaucht ist oder wie häufig es aufgetaucht ist und in welchem Alter. Und auch dieses ATM, was ja auch ziemlich bekannt ist. Ich gehe davon aus, es wurde gefragt, aber es wurde nicht darüber berichtet. Aber das ist natürlich eine brisante Frage. Das Review im New England Journal geht es um Rauchinhalation. Und Coconut Grove war eine Kneipe in Boston. Und da ist in 1942 dieses schreckliche Feuer ausgebrochen und beinahe 500 junge Menschen sind da gestorben an Rauchinhalation. Und so ist das schon ein Thema, mit dem sich man beschäftigen sollte. Weil in der letzten Woche ist was Ähnliches passiert, Gott sei Dank, viel kleinerem Ausmaß.
sind 13 Leute in irgendeiner Kneipe in Frankreich gestorben, die im Keller feierten. Feuer ist ausgebrochen und auch Probleme mit Rauchinhalation. Und darum geht es in diesem Review. Und sind auch Bilder gezeigt hier und was man, wie man solche Patienten unter solchen Umständen untersuchen soll und was man beachten soll. Und ist eigentlich ziemlich straightforward. Wie sehen die aus? Und muss man Bronchoskopie, muss man da reingucken, Bildgebung machen? Wie schlimm ist das Gesicht hier involviert? Können sie, haben sie Stridor? Sind sie heiser? Ähnliches, Oxygenierung, ja oder nein. Und hier ist ein Ablauf, kann man sich gut vorstellen, was man hier in Betracht ziehen muss. Und das kann man sich dann alles tabellarisch so schon vorstellen. Da sind zwei Sachen, ich glaube, die die Allgemeinheit beachten sollte bei Leuten mit Rauchinhalation. Und das erste ist die Möglichkeit, dass die Carbonmonoxidvergiftung haben. Und das ist mit einem üblichen Sättigungspulsoximeter am Finger nicht festzustellen. Da muss man schon Kooximeter haben, um das zu messen. Und die andere Möglichkeit ist Cyanidvergiftung, weil viele Kunststoffe, die dann verbrennt werden, CN freisetzen. Und man sollte eine Ahnung haben, was man mit Kohlenmonoxidvergiftung macht und was man mit CN Vergiftung macht und ich hoffe, dass in unserer Notaufnahme es da irgendein Schrank mit Natriumthiosulfat und Hydroxycobalamin und dass Leute wissen, wo das Zeug ist, sodass man diese Patienten dann entsprechend behandeln kann. Frage der Woche. 55-jähriger Mann hat Colitis ulcerosa schon seit Jahren, ist schon 4 Tage lang krank und hat toxischer Megakolon. Und trotz 4 Tage Behandlung mit intravenösen Flüssigkeiten, bestimmt auch Antibiotika, Methylprednisolon, alles wird nicht besser. Und die Frage, was soll man machen? Und die Antwort ist Kolektomie. Klar, toxischer Megakolon, mehr als 6 cm im Röntgenbild Durchmesser, lieber raus. Dann das Kindchen von letzter Woche mit diesem Urticaria multiforme Syndrom, das ist hier gezeigt und Dermatographismus wird hier gedeutet, wie wir hier sehen können. Arme Kind war ziemlich unglücklich, aber dies passierte nach einem viralen Infekt, 2 Wochen danach, sollte weggehen, ist auch gegangen. Dann ein Fall aus München, ein Asylbewerber aus Somalia, fühlt sich schlecht und hat hohen Fieber. Und die Münchner glauben, er hätte Malaria haben können. So machen die einen Blutabstrich, ein Malaria-Präparat und finden diese Dinger. Und das sind Spirochäten. Das ist jetzt nicht Borreliose. Dies ist Rückfallfieber. Und dies ist Borrelia recurrentis. Und das kriegt man von Läusen. Und man sollte eine Ahnung haben, was Rückfallfieber ist, weil Leute, die Läuse haben, sowas kriegen können. Hat mich auch erinnert an Hans Zinser, der sich mit Fleckfieber beschäftigt hat und beweisen konnte, dass die Läuse Überträger sind. Der hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Ratten, Läuse und Geschichte, heute immer noch lesenswert. Können Sie mal reingucken. Dann der Fall im New England Journal, ist eigentlich ein bisschen banal, es ist schon 72-jähriger Mann geht zur Knieautoplastie. Bilateral wird das gemacht. Und er, was jetzt gang und gäbe nach den Leitlinien ist, kriegt da eine antibiotische Prophylaxe mit Cefazolin. Und dann ein paar Tage danach entwickelt er Fieber. Und die denken natürlich, könnte alles Infekt haben. Guckt jemand den vorsichtig an und er hat diesen Ausschlag. Und das ganze Gespräch in dieser Geschichte geht darum, was könnte der haben? Nach 3 Tagen hat er immer noch Fieber, dann hat man die operierten Gelenke punktiert und nach Infekt geguckt und er hatte keins und er hat lauter andere chronische Sachen und kriegt Aspirin und Atorvastatin und was ist dieser Ausschlag? Dann wird dieser Ausschlag letztendlich bioptiert und der sah so aus und
Dieser Patient hatte keine periphere Eosinophilie. Hat mich ein bisschen irritiert. Aber die Frage ist, ist dies eine Medikamentenreaktion, Drug Rash? Und das steht ziemlich hoch auf der Liste. Und diese Biopsie war, wo Neutrophilen, Lymphozyten und auch ein paar Eosinophile, obwohl er eine periphere Eosinophilie eigentlich nicht hatte, wird gedeutet als eine Medikamentenreaktion. Und das wird heutzutage genannt Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms oder das Stress-Syndrom, obwohl der keine Eosinophilie hatte. Und ein bisschen über darin sollte man irgendwas darüber wissen. Das kommt natürlich mit Beta-Lactam-Antibiotika häufig vor und kann unterschiedlich aussehen. Alles von Stevens-Johnson-Syndrom bis zu irgendeinem banalen Ausschlag, wie dieser Patient hatte. Das ist dann weggegangen. Was mich auch interessiert hat, ist in Canadian Medical Journal hat man hier eine Studie durchgeführt, um zu sehen, ob diese antibiotische Prophylaxe wirklich notwendig ist. Und die Folgerung war, dass es eigentlich nicht notwendig wäre. Das dazu. Jetzt im Lancet ist das erste Paper. Es geht um das Mantelzell-Lymphom. Das ist ein Non-Hodgkins-Lymphom, B-Zell-Lymphom, das schwer zu behandeln ist, kommt bei älteren Menschen, überwiegend bei Männern, ziemlich häufig vor. Und es ist das aggressiveste Non-Hodgkins-B-Zell-Lymphom, das bekannt ist. Und man kann hier diese Keimzentren sehen. Und hier dieses ganze Gebilde hier, hier um diesen Keimzentrum sind B-Zellen, die Cyclin D1 exprimieren. Und das ist typisch für das Mantelzell-Lymphom. Und das Mantelzell-Lymphom wird mit R-CHOP behandelt. Und wenn es ganz aggressiv ist, dann kann man sich ja auch überlegen, autologe Knochenmarkstransplantation nach einer ablativen Chemotherapie. Und die Frage hier war, würden diese Patienten vielleicht auch zusätzlich von Cytarabin profitieren, was meines Wissens eigentlich für akute Leukämien überwiegend angewendet wird. Und Cytarabin wird eingebaut im Austausch, wo Cytidin-Triphosphat eigentlich eingebaut werden sollte. Und dann hört es mit der Replikation auf und die Reparaturmechanismen können dieses Zeug nicht entfernen. Und das ist der Grund, das zu geben. Also hier sind lauter Patienten mit Mantelzell-Lymphom. Die waren 65 Jahre alt oder jünger. Das heißt, die haben ein ziemlich hohes Risiko, ein schlechtes Ergebnis zu haben von Mantelzell-Lymphom. Die haben R-CHOP gekriegt. Diese Abkürzung steht für Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison. Und wie die Onkologen zu ihren schrecklichen Abkürzungen kommen, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Alles ziemlich lästig für Studenten der Medizingeschichte, ist das grenzwertig interessant. Aber das ist R-CHOP. Also die haben R-CHOP gekriegt und entweder Cytarabine obendrauf oder Placebo. Und dann haben sie autologes Knochenmarkstransplantation gekriegt. Und dieses ist das Ergebnis von Rezidiv oder Behandlungsversagen und hier fährt die Cytarabin-Gruppe besser und das sieht auch ziemlich eindrucksvoll aus und es geht hier Jahre seit der Randomisierung und dann fragt man sich, warum in Teufelsküche leben die Leute nicht lange? Warum ist das Gesamtüberleben nicht besser, wenn hier ein Unterschied ist von 30%? Und ich habe das auch nicht ganz verstanden und es wird auch drüber kommentiert und ich weiß es nicht genau. Wenn man das dann in unterschiedlichen Risikogruppen von Mantelzell-Lymphomen anguckt, sieht das immer noch aus, als Cytarabin wäre ein besserer Deal als Placebo. Aber warum die nicht länger gelebt, warum das Gesamtüberleben nicht verbessert worden ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat es mit dem Alter dieser Patienten oder irgendwas zu tun. Konnte ich nicht rauskriegen. Das nächste Paper geht es um
Multiple Sklerose. Und wir haben ziemlich gute Evidenz, dass das eine immunbasierte T-Zell-Immunerkrankung ist. Das ist immer noch nicht eindeutig klar. Das wird durch eine Expanded Disability Status Score und anderen Skalen bewertet. Habe ich dann kurz hier runtergeholt, genau wie diese Skalen zustande kommen. Nämlich dies wurde hier in dieser Studie auch angewendet. Und hier geht es um Patienten mit einer schlechten Prognose mit sehr aggressiven Multiple Sklerose. Und was man hier gemacht ist, man hat den Knochenmark abladiert und dann haben sie Stammzelltransplantation bekommen, nach dieser Ablation. Und dies ist nicht eine randomisierte, kontrollierte Studie. Was man gemacht hat, ist, man hat Episoden von Aktivität von MS untersucht vor und nach dieser Behandlung. Nämlich Patienten mit so einem hohen Risiko, man wollte hier, es sind ja nur 24 Patienten, MS ist ziemlich häufig, aber dies ist sehr aggressives MS. Und was wir hier sehen, ist ziemlich eindrucksvoll. Dies sind Episoden vor und dann Episoden nach dieser Therapie. Dies ist nicht trivial, es sind auch ein paar Leute, haben dies nicht überlebt, dieses Verfahren. Also dies möchte man nicht machen bei allen. Aber dies sieht eigentlich ziemlich vielversprechend aus bei diesen Patienten, überwiegend sind es Patientinnen, mit aggressiver Multiple Sklerose, dass man denen vielleicht was anderes bieten kann. Und hier sind die unterschiedlichen Skalen und die sind auch alle durchs MRT gewandert und man hat weiße Flecken gezählt und ähnliches. Und Gehirnexpansion, ja oder nein, und Entzündung und unterschiedliche Marker, inklusive diese EDSS-Skala. Und es sieht so aus, als würde diese Therapie vielleicht diesen Patienten mit diesem Hochrisiko-MS noch etwas zu bieten haben. So behaupten die Autoren. Implications of all the available evidence. Dann hat man geguckt, ob die ungewollte Schwangerschaftsrate bei Frauen in UK unter 18 Jahren, ob sich da irgendwas verbessert hat in den letzten 20 Jahren mit mehr Aufklärung und Zugriff auf Antikontrazeptiva und was es sonst noch alles gibt. Und es sieht so aus, als wäre das der Fall. Hier werden die am meisten Benachteiligten verglichen mit den weniger Benachteiligten, aber es sieht so aus, bei allen Teenagern würde das besser werden. Dann der Fall in Lancet. Ich kenne die Autoren zufälligerweise persönlich. Es geht um ein 2 Wochen altes Mädchen, das geboren worden ist bei einer Mutter, die Polyhydramnios entwickelt hat, die 2-mal punktiert werden musste, um Fruchtwasser zu entfernen. Also sollen schon wissen, was die haben muss. Weil Polyhydramnios, so viele Ursachen gibt es ja auch nicht. 3. Kind von konsanguinen Eltern. Und sehr kleines Baby und hat ein Kalium von 2,1, ein Chlorid von 59 und hat ein Bicarbonat von 81 Millimol pro Liter. Wow. pH von 7,8. Da sind die Autoren auf die Idee gekommen, dies könnte Bartter-Syndrom sein. Treffer. Und dann hat man dieses Kind auf ein Sauerstoffsättigungsgerät getan. Und was wir hier sehen, ist, die hat ein periodisches Atemmuster, wo sie häufig aufhört und dann fällt die Sättigung dann auf 75% und dann geht's wieder los hier. Und der PCO2, man muss ja eine metabolische Alkalose irgendwie kompensieren, PCO2 war 80. Das erklärt, warum die nicht sehr viel Bock hat zum Atmen. So hat man dann Delayed Brain Maturation hier gesehen bei MR-Untersuchungen. Mir wäre ein Kopfumfang hätte gereicht, um das festzustellen. Phosphatspiegeln waren auch niedrig. Und dann hat man geguckt, und hier sind die Gene, die hier in Frage kommen. Und das erste ist dieser Natrium-2-Chlorid-Kalium-Kotransporter. So werden die Sachen in der ascendierenden asterhändischen Schleife rückresorbiert. Der läuft nur, wenn der ROM-K läuft. Also das ist auch eine Möglichkeit. Der Calcium-Sensing-Rezeptor hat einen Einfluss auf dieses Verfahren, hat er auch. Und dann ist dieser Chloridkanal. Und dieser Chloridkanal hat ein Adaptorprotein und das heißt Bartin, genannt nach
Fred Barter, der dieses Syndrom beschrieben hat. Und das muss auch funktionieren. So sieht man hier, könnte alles zählen. Das sind 5 Sorten von Barter-Syndrom. Und dies ist ein Beispiel von Mutationen in Bartin. Das wäre dann Barter-Syndrom Nummer 4. Und diese armen Kinder sind auch taub. Also dies ist ganz, weil dieser Kanal auch im Innenohr sich befindet. Dies ist alles ziemlich schrecklich. Und das ist die Geschichte. Und nach einem Jahr im Krankenhaus haben die tatsächlich rausgekriegt. Und die haben die mit Kochsalzlösung und Amyloid, was auch Risiken hat, und alles Mögliche behandelt. Und jetzt kennen sie sich aus mit Barter-Syndrom. Jetzt, wenn Sie noch 10 Minuten mehr geben, möchte ich Ihnen eine Weiterbildung aus dem New England Journal zeigen. Und so laufen diese amerikanischen Prüfungen auch ab. Da kriegt man dann eine Geschichte, eine 59-jährige Frau, eine schwarze Amerikanerin, hat SLE, hat das schon seit Jahren und kommt rein und ist kurzatmig und hat Tachypnoe und hat Husten und macht ein bisschen Sputum und hat eine Temperatur von 39 Grad und Blutdruck ist okay, sie atmet 25 Mal pro Minute. Und soll eine normale Sauerstoffsättigung haben bei Raumluft. So heißt es. Dann kriegt man dann Anamnese, hat SLE mit 44 entwickelt und hat Antikörper gegen Smith und Doppelstrang-DNA-Antikörper und gegen Rho und Anti-LA, klingt nach Lupus. Auch ja nicht unbekannt bei schwarzen Amerikanerinnen, kriegt Azathioprin und das läuft alles ganz gut, hat ein bisschen COPD. Eigentlich hat sie ziemlich schwerer COPD, würde ich denken. Hat auch Hypertonie und hat G6PD-Defizienz, Mangel, was bei 5% von schwarzen Amerikanern der Fall ist. Kriegt hier eine Palette an Medikamente, also diese Informationen kriegt man gegeben. Dann kommt schon die erste Frage. Prophylaxis. Diese haben sollte für Pneumonien. Hier ist angeboten Prophylaxis gegen Candida albicans, Herpes simplex, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculose oder Pneumocystis jovovecii. Und Sie dürfen jetzt auf den Knopf drücken und die richtige Antwort wählen. Ja, das ist keine Meisterleistung. Pneumocystis immunsupprimiert, Kollagenose. Das könnte sein, okay. Und dann, was für eine Prophylaxe sollte die denn kriegen? Und dann ist im Angebot Amphotericin B, Atovaquone, Azithromycin, Caspofungin, Dapson, Pentamidin, Trimetoprim, Sulfa, Metatoxazol. Na, Bactrim wäre eigentlich das Mittel der Wahl. Pentamidin kommt in Frage. Aber dann war diese Geschichte mit G6PD-Defizienz. Und das ist hier der Haken. Also was der Fragende hier will, ist, kennen Sie sich aus mit G6PD-Defizienz? Und wenn Sie das tun, dann wissen Sie, Dapson löst das sofort aus. Aber Dapson würde ich für dieses Krankheitsbild sowieso nicht geben. Trimetoprim, Sulfametoxazol kann das auch auslösen, also das wollen wir nicht geben. Pentamidin vielleicht, aber ist nicht so doll. Und was die haben wollen, ist, dass wir wissen, dass Atovaquone das Mittel der Wahl ist für G6PD-Patienten, die Prophylaxe brauchen gegen Pneumocystis. Okay, jetzt geht's weiter. Und dann gucken wir die an und die ist somnolent, aber man kann sie erwecken. Also wenn man die genug quält, dann wehrt sie sich. Pupillen sind okay und hat eigentlich keine lokalisierende neurologische Befunde. Sie ist tachypnoisch, hat wohl irgendeine Pneumonie, würden wir denken. Volumenexpansion scheint nicht der Fall zu sein. Hat keine Einflussstauung, hat keine Splenomegalie, hat diese Temperatur von 39 Grad und ist tachykard und Blutdruck ist okay und so hypoxämisch ist er auch nicht. Und ein bisschen Ödeme, weiß es nicht genau. Und dann hier ist die nächste Frage. Welche dieser Sachen könnten diesen Krankheitszustand erklären? Und dann ist im Angebot Perikardtamponade.
aber hat nur ein ZVD von 4. Interstitielle Lungenerkrankung, Meningoenzephalitis, ist ja somnolent schließlich. Pneumonie, pulmonale Hypertension, Sepsis. Und dann müssen Sie die drei Sachen auswählen, die das sein können. Und Meningoenzephalitis, Pneumonie und Sepsis sind die Antworten, die hier in Frage kommen. Dann wird ein Röntgenbild gemacht und kann es nicht so genau bewerten. Ein bisschen Plattenatelektase, ein bisschen Pleuraguss hier auf der rechten Seite. Linke Seite können wir sowieso nicht sehen, da ist vielleicht ein bisschen mehr Pleuraguss. Dann wird hier ein EKG gemacht und Herzfrequenz, so ein bisschen Tachykard, wussten wir schon. Sieht alles ziemlich nicht spezifisch aus, hat einen kompletten Rechtsschenkelblock, QRS-Verweildauer ist nicht verlängert, aber hat der terminale Vektor geht nach rechts und nach vorne. Und das ist auch nicht ganz normal, ob sie das schon lange hat, wissen wir auch nicht genau. Und dann kriegen wir hier ein bisschen Laborwerte und ist ein bisschen anämisch und HB ist 10 und Neutrophilen und Lymphozyten und Plättchen und die sind eigentlich okay und dann Elektrolyte hat ein Bicarbonat von 30 und weiß auch nicht genau, was wir damit anfangen, ein bisschen Hyponatremie und dann wird sie untersucht. Und mentaler Status, noch ein bisschen mehr somnolenter geworden. Kann einfache Befehle so gerade folgen, Pupillen sehen aber okay aus und reagieren auf Licht und dann, was kann es sein? Encephalitis, klar. Guillain-Barré-Syndrom, glaube nicht. Meningitis könnte es sein. Schlaganfall der mittleren Zerebralarterie würden wir lokalisierte neurologische Befunde erwarten. Die sind hier nicht vorhanden. Hirnstamm-Schlaganfall, das Gleiche. Und dann sollen wir tippen, dass das Encephalitis oder Meningitis sein könnte. Das bedeutet dann, dass wir müssen hier ein LP machen. Lumbalpunktion, das wird auch gemacht. Und die hat da, ein bisschen beunruhigend, hat da ein bisschen Erythrozyten. Noch im vierten Röhrchen. Glucose ist eigentlich okay, Protein ist erhöht, mehr Lymphozyten als Granulozyten und 180 Zellen. Und dann sollen wir das bewerten, wie das aussieht, diese Sachen dann vergleichen und dann sollen wir auswählen, was das sein könnte. Und dann, was sollen wir machen, während die Kulturbefunde jetzt auf uns zukommen? Und die sieht eigentlich aus wie eine virale Enzephalitis von den Zellen her und so weiter. Aber manchmal ist das so ein bisschen verführerisch. Und was sollen wir der dann jetzt verordnen? Und was die haben wollen, ist, dass wir... das virale Enzephalitis, aber die wollen haben, dass wir am Anfang die behandeln mit gegen Methicillin. Die wollen haben, dass wir Vancomycin geben und Ceftriaxon und irgendwas gegen virale Enzephalitis, würde ich denken, sowas Ähnliches. Und dann geht sie durch ein MRT und dann, was wir herausfinden, ist, die Kulturen sind da negativ und Acyclovir haben wir ausgewählt für Herpes simplex, Meningitis, Enzephalitis, was mit diesen Erythrozyten im Liquor auch einhergehen kann. Und dann sollen wir die Antibiotika jetzt wegnehmen und Acyclovir weiterfahren. Sollen wir alle drei wegnehmen und Foscarnet verordnen, was vielleicht auch denkbar wäre. Sollen wir auf Valacyclovir umsteigen und dann... sollen wir hier weiterfahren mit Vancomycin und Cefepime oder sollen wir keine Veränderungen in Erwägung ziehen? Und was wir haben wollen, ist, dass wir jetzt können begründen, dass die Antibiotika weggehen können, aber Acyclovir sollte man weiterfahren. Und dass Valacyclovir besser ist gegen Herpes simplex Virus, würde ich nicht denken. Foscarnet wäre vielleicht auch, könnte man in Frage nehmen, aber eigentlich sollte man mit Acyclovir weiterfahren. Und also diese Patientin hat Herpes simplex Virus Enzephalitis entwickelt, was früher 100% tödlich war. Also Acyclovir hat das schon verbessert und dann fragen sie, was sind die Nebenwirkungen von Acyclovir? Und dann hier können sie sich was aussuchen, sind unterschiedliche Sachen im Angebot und Nephrotoxizität, obwohl nicht sehr, neurotoxisch kommt auch in Frage, diese anderen Sachen nicht, aber eigentlich ist Acyclovir ziemlich erträglich.
Und dann wacht sie wieder auf und geht wieder nach Hause und alle sind froh. Und dann wird man erzählt, was man hier alles toll bearbeitet hat. Und dann kriegen wir 100% und das war's für heute. Danke, dass Sie mir zugehört haben.